Schön, dass du auch heute wieder dabei bist bei deinem heutigen Impuls und bei dem es um einen der wohl auch wichtigsten Erfolgsverhinderern geht, die wir so auf unserem Weg in unsere Vision haben können. Ganz bestimmt sogar. Warum? Wenn wir fassen noch mal zusammen. Also wenn du tatsächlich deine Komfortzone erbaut hast und höchstwahrscheinlich durch Erlebnisse in deiner Kindheit, wo du gemerkt hast, ah, hier komme ich nicht weiter, das tut weh, das darf ich nicht, hier werde ich abgelehnt, da werde ich nicht mehr geliebt. Und so hast du wie so eine Art Zone gebaut, dann kommen doch einem sofort eigentlich die Gedanken, okay, die Personen, die damit zu tun haben, könnten doch die Eltern sein. Oder die Großeltern. Oder die Großeltern oder überhaupt die ganze Familie, in der man gewisse Dinge schon immer so gemacht hat oder schon immer noch nie so gemacht hat, weil das tut man nicht oder ja, wir schaffen das sowieso nicht oder wir sind besser als die anderen oder wir sind schlechter als die anderen oder was auch immer deine Eltern und deine Familie so gedacht hat. Und darum soll es heute gehen, nämlich so um diese ja, alten Ketten der Vergangenheit, nämlich die Familienstrukturen, die entweder unterstützend sein können oder eben sehr ja, hemmend, wie so Gummibänder, die uns nach hinten ziehen. Wir haben schon von ganz vielen Menschen gehört, die haben quasi einen Job angenommen oder ein Studium gemacht, weil das schon immer so war, weil die Eltern sich das gewünscht haben, weil es vielleicht ein Traum oder ein Wunsch des Vaters war oder in der Familie schon alle studiert hatten oder aber auch das Gegenteil von dem endlich mal gelebt werden wollte, nämlich keiner hat bisher studiert, also muss ich jetzt studieren. Also es gibt da so die verschiedensten Wege, aber alle haben sie etwas mit einer Verstrickung zu tun. Und zwar mit der Verstrickung zur Mutter, zu Vater oder vielleicht auch zu Großeltern. In einer gewissen Weise versuchen wir etwas genauso zu leben, ohne dass uns das bewusst ist. Oder aber wir versuchen uns abzugrenzen, indem wir auf jeden Fall das Gegenteil von dem leben. Ja. Aber bei beidem sind wir leider nicht wirklich frei. Und darauf wollen wir heute mal hinweisen. Wir wollen dich heute einladen, einfach mal für dich so zu schauen, okay, wo habe ich vielleicht wirklich einfach was nachgelebt? Auch in Beziehungen. Oftmals lebt man Beziehungen nach. Ich habe das zum Beispiel bei mir in meiner Familie so gemacht. Ich dachte, es gibt gar keine glückliche Beziehung. Ich hatte nämlich überhaupt kein einziges Vorbild. Niemand in meiner Familie war irgendwie gefühlt jemals glücklich in der eigenen Beziehung. Und sie haben nur darin ausgehalten. Und so habe ich auch viele Jahre meines Lebens erstmal genau so in Beziehung gelebt. Ich habe es ausgehalten, weil ich immer dachte, naja, es kommt ja nur noch schlimmer. Und wo hatte ich diesen Gedanken her? Den hatte ich einfach übernommen von meiner Mutter, von meiner Großmutter. Und darauf wollen wir heute mal gucken. Welche Gedanken hast du übernommen? Welche Art zu leben hast du einfach übernommen? Welche ungeschriebenen Gesetze und Regeln gab es bei euch? Regeln und Gesetze, die komplett unfrei machen und gar nicht andere Möglichkeiten zulassen. Also ich wusste nicht darum, dass es andere Möglichkeiten geben konnte. Mir war das gar nicht klar, bis ich mir mal neue Vorbilder gesucht habe, und zwar außerhalb meiner Familie. Und das ist das ganz Wichtige. Wir dürfen uns unsere Familienstruktur noch mal angucken und wir dürfen womöglich auch loslassen und noch mal ganz neue und andere Wege gehen. Genau, und da jetzt mal in Bezug auf deine Vision, da wo du hin möchtest, das, was du in deinem Leben hineinziehen willst, schau mal, wie hat denn genau das deine Familie gelebt, deine Eltern gelebt, deine Großeltern gelebt? Wenn du zum Beispiel jetzt die Vision hast, du hast gerade eine glückliche Partnerschaft erwähnt, also wenn es das ist, wie wurde Partnerschaft in deiner Familie gelebt? Oder anders gefragt, wenn du dir zum Beispiel Erfolg und beruflichen Wohlstand oder finanziellen Wohlstand gewünscht hast, wie waren die Strukturen in deiner Familie? Was wurde dort über Geld gedacht und gesagt, über die da oben, über die Erfolgreichen? Und genau diese Strukturen bzw. Verstrickungen mit den Eltern, mit den Großeltern vielleicht auch mit Bruder und Schwester, genau da geht es lang, dass wir dort mal schauen, was für Gummibänder ziehen uns denn zurück von unserer Vision? Weil wir können visualisieren, wir können uns das vorstellen, aber wenn wir nicht genau hinschauen, was für Gummibänder uns immer wieder zurückziehen, na, dann kommen wir da wirklich vielleicht zwar an, aber nur sehr, sehr angestrengt, sage ich mal. Und so ist auch manchmal Tradition und Regeln und Gesetze etwas, was uns sehr wie an so einem Gummiband immer wieder zurückziehen und was gerne nochmal überprüft werden darf. Weil nur weil es alle so machen oder weil ein Gesetz das so vorsieht oder die Tradition es doch schon immer so gemacht hat, muss es noch lange nicht richtig sein. Und das kann vielleicht heute auch so ein Moment sein, wo du einfach nochmal innehältst und schaust, ja, trotz aller Traditionen, Gesetze und Regeln, möchte ich das denn so? Oder
wäre es möglich, dass ich mal was Neues auch in mein Familiensystem bringen sollte oder kann, was vielleicht letztlich für alle gut ist? Also ich habe das so gemerkt. Ich habe viel Stress und Druck bekommen, als ich gesagt habe, wir ziehen jetzt um, wir ziehen nach Berlin. Die gesamte Familie, obwohl wir wenig, ich würde mal sagen, Zusammenhalt hatten oder Treffen überhaupt im Jahr stattfanden, waren schockiert darüber, dass ich einfach jetzt entscheide, aus Hessen wegzuziehen nach Berlin. Keiner konnte das verstehen. Jeder fand das eigentlich unmöglich. Und es hieß dann, das kannst du doch deiner Schwester nicht antun. Wie soll die denn dann leben? Meine Schwester war zu dem Zeitpunkt 36 Jahre alt und also hatte eine eigene Familie. Also ich glaube, das war schon okay, jetzt dann endlich mal zu gehen und mein eigenes Ding zu machen. Und tatsächlich nach 3 Jahren jetzt, wo ich das eben immer bemerkt habe, dass sie das so beobachten aus der Distanz, kommt meine Tante auf die Idee, doch vielleicht tatsächlich mal aus dem elterlichen Haus, in dem sie eine eigene Wohnung hat, auszuziehen und nochmal wo ganz anders hinzuziehen, wo sie sich eigentlich schon immer gewünscht hatte zu leben. Das heißt, ich war wie ein Vorbild und habe andere jetzt ein Stück weit angesteckt. Und jetzt traut auch sie sich, mal aus diesem Familiensystem auszubrechen. Das heißt, es kann sein, dass du mit diesem neuen Schritt auch was Neues in das Leben von allen mit einbringst. Also quasi wirklich etwas Neues erschaffst, das für alle tatsächlich gut ist. Ich wünsche das meiner Tante sehr. Also heute, schau mal genau hin, nimm dir heute das Workbook wieder und schreib dir mal auf, was sind in Bezug auf deine Vision, was sind da für Gummibänder vielleicht noch vorhanden und wo darfst du da vielleicht nochmal liebevoll dich lösen von alten Strukturen, weil manchmal ist es so, dass du tatsächlich Dinge, die die Großmutter oder Urgroßmutter schon gemacht hat, weitergegeben hat an die Großmutter, an die Mutter und jetzt an dich weitergegeben wurde, dass du die Erste in dieser Kette sein kannst, die sagt, stopp, das tut niemand gut, hat noch nie jemand gut getan und deswegen werde ich diese Kette unterbrechen und es anders machen. Und genau darum geht es, ums Bewusstmachen dieser Gummibänder und dann in Liebe zu sagen, okay, neue Entscheidung, das mache ich jetzt anders. Richtig, und während wir hier stehen, fährt da oben auf der Brücke die ganze Zeit irgendwie hochdotiertes Volk in Eskorte vorbei. Also hier ist heute wieder richtig was los, keine Ahnung, irgendwelche Präsidenten oder Regierungsabgeordnete fahren hier rum und das ist alles abgesperrt und überall ist Blaulicht. Also während du hier hoffentlich ein bisschen Ruhe heute mit uns hattest und diesen Impuls verfolgen konntest, geht es da oben richtig ab. Ist auch manchmal verrückt, oder? Ja. Hier scheint es ganz ruhig und da oben ist wildes Blaulicht und ach Gott. Jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß bei dem Überprüfen deiner Verstrickungen. Und vielleicht ist da auch eine Verstrickung mit Vater Staat in deinem Leben, weil da stehen wir ja gerade so ein bisschen vor. Und die ist eigentlich nur stellvertretend, dein Kampf mit Vater Staat, weil vielleicht steht der richtige Vater oder die richtige Mutter dahinter. Geh mal auf die Suche. Viel Spaß dabei. Wir freuen uns auf dich morgen. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Wir hoffen, dieser Impuls hat dir geholfen, dich noch besser auszurichten in deinem Leben. Und wir haben noch was für dich. Natürlich, wenn du mit uns eine ganz intensive Reise machen möchtest, wenn du 9 Monate mit uns gemeinsam gehen möchtest, wenn du Lust hast, dass wir dich persönlich dadurch coachen, so ein Stück weit hin zu dem Leben, das du dir wirklich wünschst, dann sei doch bei uns im Greater Coach dabei. Wir bilden Menschen aus, nicht nur um sich selber besser kennenzulernen, sondern auch andere Menschen dann an die Hand zu nehmen und zu unterstützen. Und diese 9-monatige Reise kann eine einmalige Reise hin zu dir sein, hin in dein Wunsch- und Traumleben. Also wenn du Lust hast, melde dich an für ein kostenfreies Beratungsgespräch mit einem unserer Berater, die wirklich selbst auch ausgebildet sind in dieser Methode und die dich da wirklich mitnehmen können und schauen können mit dir, ob das vielleicht was für dich sein könnte. Ja, und das geht nicht nur für Leute, die Coach werden wollen, sondern eben wirklich für jeden, der in seinem Leben etwas verändern möchte, beziehungsweise noch besser kreieren möchte, noch intensiver die eigenen Baustellen kennenlernen möchte und sie natürlich lösen möchte. Also, wenn du dich angesprochen fühlst, schau mal unten in der Beschreibung nach dem Link. Bis morgen!